So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Alex, der Weltenretter. Und jetzt gehen wir einfach zum König. Und freuen uns über dieses wunderschöne Mapping. Von außen sah das irgendwie anders aus. Womit kann ich euch helfen? Wir wollten euch um Erlaubnis bitten, in euren Dungeon gehen zu dürfen, Eure Majestät. In meinen Dungeon? Da müsst ihr aber schon einen triftigen Grund nennen. Wir müssen das heilige Schwert finden, um das Böse zu besiegen, um die Welt zu retten. Na gut, das scheint wichtig zu sein. Aber bevor ihr in den Dungeon dürft, müsst ihr zwei Aufgaben bestehen. Schon wieder. Hoffentlich sind es wenigstens Aufgaben, die eines Helden würdig sind. Das will ich wohl meinen. Zuerst einmal müsst ihr einen Drachen besiegen, der schon seit Jahren unsere Stadt terrorisiert. Und dann müsst ihr noch meine drei Töchter retten, die zufälligerweise alle entführt wurden. Als kleiner Bonus winkt ihr dann auch die Heirat mit einer meiner Töchter. Hört sich ja ganz nett an. So schwer wird das schon nicht sein. Womit fangen wir an? Mit dem Drachen. Ich bin gerade wieder richtig blutrünstig. Blutbrünstig stand da gerade. Gut, dann gehen wir mal zum Drachen. Weil wir es können. Stopp. Der sieht aber nicht gerade freundlich aus. Wer bist du denn? Und was willst du? Wer ich bin? Das soll wohl ein Scherz sein. Schau mich mal an, dann fällt es euch sicherlich sofort ein. Du bist ein Bauer, oder? Nein, nein, doch kein Bauer. Schau dir mal die Sense an. Na, klingelt es? Genau, du bist ein Sensenverkäufer. Was? Nein, ich bin auch kein Sensenverkäufer. Okay, das ist aber der letzte Hinweis. Schaut euch mal meinen Knochenschädel an. Jetzt weiß ich's. Du bist ein Anhänger der Knochenschädelsekte. Nein, ich bin auch kein Anhänger der Knochenschädelsekte. Okay, ich verrate es euch. Macht euch auf etwas gefasst. Ich bin der Tod. Hi, ich bin Alex und das sind Tina und Kohlrabi. Schön, dich mal kennenzulernen, Tod. Ich hätte mir den Tod größer vorgestellt. Aber... Sowas ist mir noch nie passiert. Normalerweise laufen die Leute immer schreiend weg. Ihr müsst sehr mutige Helden sein. Ich komme mit euch, was auch immer ihr tun wollt. Tod schließt sich der Gruppe an, weil er es kann. So, und jetzt? Ha, so sieht man sich wieder. Nicht der schon wieder. Was willst du denn diesmal? Was wohl? Ihr dürft diese Schlucht nicht passieren, bis ihr mich besiegt habt. Und diesmal gibt es kein Wasser. Wahahaha. Ich kenne eine Abkürzung über den Berg. Haltet euch fest. Okay. Was? Ihr könnt doch nicht schon wieder. Tschüss. Genatzt. Oh nein, da vorne. Das ist Gras. Deswegen waren die Karnickel ein Witz. Dagegen waren die Karnickel ein Witz. Passt auf die rasiermesserscharfen Halme auf. Tödliches Gras greift an. Gräß. Ich denke mal, das kriegt wieder unsere Tina alleine hin. Aber wir wollen ja auch die Beschwörung sehen. Tod. Der Tod geht seiner Arbeit nach. Das ist ja klasse. Der Tod kann einfach so alles töten. Und wir haben immer noch nicht die zweite Beschwörung gesehen. Okay, Gras, wir brauchen dich. Tödliches Gras. Okay, die lasse ich alle abwehren. Beschwörung. Und der Tod. Der Tod schaut ganz finster. Okay, jetzt haben wir auch die zweite Beschwörung mit Pikachu gesehen. Kann ich hier rein in diesen seltsam aussehenden kastenförmigen Tempel? Nein, gut. Gut. Das restliche Gras brauchen wir dann auch nicht mehr. So. Das muss die Drachenhöhle sein. Psst, sonst bemerkt uns der Drache. Zu spät, er kommt. Mein Rheuma wird immer schlimmer. Was ist hier eigentlich für ein Lärm? Komm her, du böser Drache. Wir werden dich jetzt dafür bestrafen, dass du ständig Blutopia überfällst. Blutopia? Nie davon gehört. Du leugnest auch noch, dass du ständig das Vieh von den Weiden klaust und arme Jungfrauen entführst.
Ich esse kein Vieh, ich bin Vegetarier. Und mit Jungfrauen habe ich auch nichts mehr am Hut. Ich bin 3000 Jahre alt. So, du bist also Vegetarier. Ja, aber ich mag keinen Kohlrabi. Keinen Kohlrabi? Dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Was denn für ein Problem? Es gibt einen Grund, es gibt keinen Grund, den Drachen zu töten. Und wie sollen wir dann jetzt die Aufgabe erfüllen? Naja, tut doch einfach so, als ob ihr mich getötet hättet. Stimmt eigentlich. Na gut, überredet. Aber will der König nicht den Kopf als Trophäe haben? Doch, der bastelt einfach einen aus Pappe. Dann brauchen wir nur noch die 3 Töchter befreien und können in den Dungeon. Okay, das nenne ich wirklich Cheaten für Anfänger. Ich kann es gar nicht erwarten, das viele Gold in den Händen zu halten. Was meint ihr, wie viel der König erzahlen wird? Alles, alles, was er hat. Sonst sieht er seine Töchter nie wieder. Muahahahaha. Sind aber wirklich gemein. Dort sind die Entführer. Aber wie kommen wir an ihnen vorbei, ohne dass sie uns bemerken? Kein Problem. Lass das mich nur machen. Hey, ihr da. Schaut, da will jemand die Prinzessinnen befreien. Verdammt. Gerade jetzt, wo wir das Gold fast hatten. Seht ihr schon, wer es ist? Ein gewitzter Plan. Das muss man dir lassen. Zu den Prinzessinnen geht es bestimmt dort lang. Beeilen wir uns lieber. Wer weiß, wie es ihnen geht. Ist das ein Blödsinn? Ach so, ich kann mich wieder bewegen. Ja, das muss man mir auch mal sagen. So, und nun? Retten wir doch erst die anderen Prinzessinnen. Hallo, schöne Frau. Ich bin der Strand, der euch erretten. Endlich bist du da. Ich habe schon sehnsüchtig auf dich gewartet, mein Held. Oh, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Ach, das ist nichts weiter. Nur eine extreme Form von Akne. Alex freut sich schon, dich später zu heiraten, stimmt's? Stimmt das wirklich? Und davon habe ich schon mein ganzes Leben geträumt. Mal schauen. Du willst bestimmt vorher noch meine Schwestern kennenlernen. Das kann ich verstehen. Ja, nicht so ungut. Ich habe meine Entscheidung noch nicht endgültig getroffen. Oh Gott. Prinzessin? Sie sagt Hallo. Du verstehst, was sie sagt? Natürlich, als Tod kann man alle Sprachen der Welt verstehen. Na, Alex, willst du nicht lieber diese Prinzessin heiraten? Sie sagt... Ja, schon gut. Befreien wir endlich die Dritte. Also telepathische Fähigkeiten habe ich auch nicht. Die Entscheidung wird wirklich schwer. Ach, sehr ruhig. Würdet ihr uns folgen, Eure Hoheit? Wir bringen euch zurück zu eurem Vater. Die blöden Männer gucken immer noch. Also, nein. Und die Pflanze läuft natürlich auch von ganz alleine. Das ist... Nach genauerer Betrachtung stelle ich fest, dass dort nur eine Wand ist. Du hast die beiden Aufgaben gelöst. Nun darfst du dir eine meiner Töchter zum Heiraten aussuchen. Ich würde dir die Kuh empfehlen. Dann hast du jeden Tag frische Milch. Ruhe! Nimm die Pflanze! Sie ist zwar ein bisschen schüchtern, aber dafür auch sehr pflegeleicht. Au! Also, Eure Majestät, ich habe entschieden, erstmal noch Junggeselle zu bleiben. Ich will mich noch nicht festbinden. Ja, das kann ich verstehen. Nun gut, dann dürft ihr jetzt in meinen Dungeon. Puh, das war knapp. Wieso? Schwitze denn so? Wieso schwitze denn so, Alex? Noch ein Wort. Worauf warten wir noch? Wir schlafen vor Wurm, stehen langsam meine Knochen ein. Okay, auf geht's in den Dungeon. Ja, und in den Dungeon werden wir dann auch in der nächsten Folge gehen und ihn erkunden. Bis dahin, tschüss!